Wochen lang. Jetzt verspricht eine neue Methode aus den USA sensationelle, schnelle Erfolge durch das sogenannte Bright Smile Verfahren. Brigitta Seelitz stellt Ihnen die Methode vor. Strahlend weiße Zähne. Wer träumt nicht von diesem unwiderstehlichen Hollywood-Lächeln à la Julia Roberts? Doch vielen vergeht das Lachen bei dem Gedanken an ihre schiefen, vergilbten Zähne und Lücken. Kaum einer hat sie, jeder will sie. Schöne, makellos weiße Zähne. Nadja Abdel-Farrak hat mit Verblendschalen nachgeholfen. Jeder Mensch hat irgendwas mit seinen Zähnen mal machen lassen, ob es Jacketskronen sind oder man lässt sie bleichen etc. Ich habe, sage ich jetzt nochmal, ich habe Veneers. Ich hatte früher hatte ich fast dieses Weiß, was ich jetzt habe. Aber klar, durch Tee trinken, durch Rauchen und so weiter und so fort, mit den Jahren wird ja alles so ein bisschen schlechter. Jetzt verspricht eine neue Methode aus den USA, das Bright Smile, in nur einer Stunde die Zähne von einem fahlen Beige in strahlendes Weiß zu verwandeln. Spektakuläre Ergebnisse der Behandlung. Mike Eckhart möchte das neue Verfahren testen. Der 37-Jährige ist unzufrieden mit seinen gelben Zähnen. Jahrelanges Rauchen und Kaffee trinken haben ihre Spuren hinterlassen. Für mich hat das eher berufliche Gründe. Ich habe sehr viel Kundenkontakt, habe viel mit Leuten zu tun, mit Menschen. Und ich denke, dass da ein schönes, strahlendes Lächeln einfach vieles leichter macht und weiterhilft. Und man hat da doch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, als wenn die Zähne nicht so ganz in Ordnung sind, ein bisschen dunkler sind. Der Grafikdesigner hat von Freunden vom neuen Bright Smile Bleaching gehört. Zahnarzt Dr. Rainer Nies arbeitet seit einigen Monaten erfolgreich damit. Mike Eckhart wird vor der Behandlung über das Lichttherapieverfahren aufgeklärt. Vor dem Eingriff werden Beläge und Zahnsteine entfernt. Die Zähne und Füllungen sorgfältig kontrolliert, eventuelle Risse beseitigt. Dann wird die Zahnfarbe bestimmt und ein Foto gemacht. Wir haben jetzt diesen Eckzahn hier unten als Referenzzahn genommen und da ist die Farbe A3,5, die entsprechende Farbe. Die Farbe A3,5 liegt im unteren Drittel des Farbringes, der ist hier nach Farbhelligkeit geordnet. Und ich denke, dass wir nach dem Bleachen in die Farbhelligkeit zwischen A1 und A2, also in das obere Drittel, kommen. Um das Zahnfleisch nicht anzugreifen, wird eine gelartige Masse aufgetragen, die dann verhärtet. Ist das Zahnfleisch gut abgedeckt, bekommt der Patient als Schutz vor den Strahlen eine Brille aufgesetzt. Dann wird das patentierte Bleichgel aufgetragen. Mit Licht werden die Zähne bestrahlt, um die Wirkung des Bleichmittels zu aktivieren. Es kann Nebenwirkungen geben, wenn Zahnhälse sehr lang sind, frei liegen. Die muss man abdecken. Wenn Füllungen nicht intakt sind, die muss man vorher austauschen. Oder aber wenn das Zahnfleisch durch das Gel angegriffen würde. Aber Sie haben gesehen, wir decken das alles sehr sorgfältig ab. Da passiert nichts. Wir haben bisher bei unseren Patienten keine Nebenwirkungen. Der Vorgang wird dreimal wiederholt. Während der Behandlung wirkt Mike Eckhart entspannt. Das Zahnbleichverfahren ist schmerzlos. Der Vorteil von Bright Smile im Vergleich zu herkömmlichen Bleichverfahren, es geht schnell und das Ergebnis ist sehr effektiv. Nach anderthalb Stunden ist Mike Eckhart erlöst. Der erste Blick in den Spiegel. Der 37-Jährige ist begeistert. Ja, unglaublich. Also braucht man überhaupt kein Vorher- oder Nachher-Bild, um das zu sehen. Die Unterschiede sind gravierend. Sind absolut unglaublich weiß. Ja, fantastisch. Zum Vergleich das Vorher-Nachher-Foto. Das Ergebnis ist sehr schön geworden, eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Wir sind von A3,5 auf A1. Das sind hier auf dem Farbbogen 10 Stufen. Also ein sehr schönes Ergebnis, tolles Ergebnis. Und ich freue mich mit dem Patienten. 500 Euro kostet die Bright Smile Bleaching Methode. Nicht ganz billig, doch der Erfolg soll je nach Lebensgewohnheiten 2 bis 3 Jahre anhalten. Und in manchen Situationen ist ein strahlend weißes Lächeln sein Geld wert.